wollte schon immer mal einen grünen Schaft haben. Und ja, das früher habe ich mir das realisieren können und ich glaube, er ist wirklich schön geworden. Die grüne Farbe ist genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Es hat auch zwei Anläufe gebraucht. Beim ersten Mal war ich nicht hundertprozentig zufrieden und jetzt finde ich ihn echt super schön. Am ersten Tag war da wirklich nur so ein Holzblock da und man hat angefangen da abzufeilen und nach einem ganzen Tag im Keller viele Stunden Arbeit und am Schluss hat man schon schießen können damit. Dann sind immer wieder Kleinigkeiten verändert worden und insgesamt hat es, denke ich, dann schon so 2-3 Wochen gedauert, bis ich gesagt habe, okay, es passt, jetzt können wir es mit Carbon überziehen und so bleibt er. Und ich habe jetzt aber auch keine Kleinigkeiten mehr, die ich anders machen würde. Also ich denke, ja, das Gefühl passt. Das ist so die Bergsilhouette von der Zugspitze zur Alpspitze sei. Das ist mein Ausblick von daheim, das sehe ich jeden Tag. Das sind so die Heimatberge. Sie sind auch zweimal versteckt, also einmal auf der Vorderseite und auf der Rückseite auch nochmal. Und ja, das ist einfach so ein bisschen das Heimatgefühl und die Kraft von den Bergen, die wollte ich mit auf dem Gewehr haben.